den bestimmten Artikel und den unbestimmten Artikel im Italienischen, sowohl im Singular als auch im Plural, habe ich bereits vorgestellt. Jetzt stellt sich noch die Frage, wann wird denn der Artikel verwendet und wann wird er nicht verwendet? Die Verwendung des Artikels im Italienischen unterscheidet sich nämlich teilweise von der Verwendung des Artikels im Deutschen. Und von dem her schauen wir uns jetzt in diesem Video die Verwendung des Artikels im Italienischen an. Für all diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind, ich bin Verena und ich liebe Italien und ich möchte dir dabei helfen, diese wunderschöne Sprache zu lernen. Wenn du Bock drauf hast, dann abonnier meinen Kanal, abonnier meinen Newsletter und folge mir auf den sozialen Medien für noch mehr Content zum Italienisch lernen. Zurück zum Artikel. Wie der bestimmte Artikel im Italienischen verwendet wird, möchte ich dir jetzt anhand eines PDFs zeigen. Da kann ich dir eine bessere Übersicht geben. Also, los geht's! Ich zeige euch jetzt hier einen Ausschnitt aus dieser Lektion bestimmte Artikel Verwendung. Schauen wir uns da jetzt mal an, wann der italienische Artikel verwendet wird, was im Deutschen bei uns so nicht der Fall ist. Ich möchte auch dazu sagen, dass diese Regeln nur Orientierungshilfen sind. Da gibt es leider auch einige Ausnahmen und es funktioniert nicht immer, aber größtenteils kann man sich auf jeden Fall an diesen Regeln orientieren. Also als Beispiel, bei Namen von Orten wie Kontinenten, Ländern, Regionen und so weiter wird im Italienischen häufig der bestimmte Artikel verwendet, was im Deutschen nicht der Fall ist. Als Beispiel, wir sagen im Deutschen, Italien ist schön. Wir sagen nicht das Italien. Wir benutzen eigentlich bei Ländern grundsätzlich keinen Artikel. Im Italienischen aber schon. Im Italienischen würde man sagen, l'Italia è bella. Oder Deutschland ist größer als Italien als Beispiel. La Germania è più grande dell'Italia. Wie gesagt, bei Namen von Orten wie Ländern, Kontinenten, Regionen und so weiter, würde im Italienischen überwiegend der bestimmte Artikel verwendet, was im Deutschen so nicht der Fall ist. Das gleiche auch bei großen Inseln wie La Sardegna, La Sicilia, La Corsica und so weiter, wird auch überwiegend der bestimmte Artikel im Italienischen verwendet. Dann auch im Italienischen eine Unterscheidung zum Deutschen. Vor dem Possessivpronomen verwendet man auch grundsätzlich den bestimmten Artikel im Italienischen. Im Deutschen jedoch nicht. Im Deutschen würden wir sagen, mein Hund. Im Italienischen sagt man aber, il mio cane. Da kommt der bestimmte Artikel vor das Possessivpronomen. Da gibt es dann jedoch auch wieder eine Ausnahme im Italienischen. Bei Familienmitgliedern wird der bestimmte Artikel nicht verwendet, aber wenn es sich nicht um Familienmitglieder handelt, dann würde im Italienischen der bestimmte Artikel zusammen mit den Possessivpronomen verwendet. Meine Freundin, la mia amica, mein Auto, la mia macchina und so weiter. Das ist auch ein Unterschied zum Deutschen. Im Italienischen bei den Possessivpronomen wird grundsätzlich der bestimmte Artikel verwendet. Dann auch bei Lehrfächern, Sprachen, Sportarten und so weiter wird auch der bestimmte Artikel verwendet, grundsätzlich. Als Beispiel, magst du Mathe? Da verwenden wir dieses Lehrfach nicht mit einem bestimmten Artikel. Im Italienischen würde man aber sagen, ti piace la matematica? Im Italienischen würde da der bestimmte Artikel verwendet werden. Oder bei Sprachen wie l'italiano è facile, Italienisch ist einfach. Ja, da würden wir im Deutschen den bestimmten Artikel nicht verwenden. Im Italienischen wird der bestimmte Artikel auch bei Sprachen häufig verwendet. Auch nicht immer, aber häufig. Ja, wann wird der bestimmte Artikel noch verwendet? Zum Beispiel bei Krankheiten. Jetzt bei diesem Beispiel, ich habe eine Erkältung. Im Italienischen würde man sagen, ho il raffreddore.
Oder auch im Deutschen würde man sagen, ich habe Schnupfen, dann wird kein bestimmter Artikel verwendet und so weiter. Im Italienischen wird der bestimmte Artikel bei Krankheiten sehr häufig verwendet. Auch bei Körperteilen oder auch bei Farben. Blond steht dir gut, il biondo ti sta bene. Auch bei Farben wird grundsätzlich der bestimmte Artikel im Italienischen verwendet. Ein weiteres Beispiel noch. Bei den Uhrzeiten, Datum und Prozente wird im Italienischen auch der bestimmte Artikel verwendet. Zum Beispiel, es ist 9 Uhr, sono le 9. Da wird auch der bestimmte Artikel verwendet. Oder ich fahre am 1. Mai nach Italien. Vado in Italia il primo maggio. Anderes Beispiel bei den Prozentwerten. Risparmio il 30%. Ich spare 30%. Im Italienischen il 30%. Wie gesagt, das sind jetzt nur Orientierungshilfen und ich habe auch noch gar nicht alles vorgestellt. Ich habe noch weitere Situationen aufgelistet in dieser Lektion. Wie gesagt, es handelt sich auch nur um Orientierungshilfen. Ja, also das heißt, es funktioniert nicht immer. Aber wenn man sich häufig wundert, warum wird im Italienischen da jetzt der bestimmte Artikel verwendet, im Deutschen doch gar nicht, dann ist es immer gut, sowas einfach mal gehört zu haben, dass es einfach eine Unterscheidung gibt bei der Verwendung der bestimmten Artikel im Italienischen. Ja, da gibt es Unterschiede zum Deutschen. Und das ist nicht schlecht, wenn man das einfach auch mal gehört hat, damit man solche Sachen einfach besser nachvollziehen kann. Wie gesagt, es funktioniert nicht immer, aber häufig kann man sich eben an solchen Regeln auch orientieren. Deshalb kann ich nur betonen, wenn man neue Substantive lernt, immer in Beispielsätzen im Kontext verwenden, weil man dann eben gleich sieht, okay, brauche ich da den bestimmten Artikel, brauche ich den unbestimmten Artikel, brauche ich gar keinen Artikel. Man kann auch sagen, im Italienischen wird der Artikel viel häufiger gebraucht als im Deutschen. Im Deutschen wird auch der bestimmte Artikel häufig gar nicht verwendet in bestimmten Situationen und im Italienischen wird der viel häufiger verwendet. Ja, anhand dieser Übersicht hast du jetzt einen Einblick bekommen, wann der Artikel im Italienischen verwendet wird und wann er nicht verwendet wird. Wie gesagt, es unterscheidet sich ja teilweise zum Deutschen und ja, von dem her glaube ich, ist es ganz nützlich, mal zu wissen, nicht nur wie der Artikel im Italienischen ist, sondern auch wie er verwendet wird. Und ja, nähere Informationen zu dem ganzen Thema Artikel, zu dem bestimmten Artikel, zum unbestimmten Artikel, zum Teilungsartikel, zur Verwendung des Artikels und auch zum Erkennen des Geschlechts von italienischen Substantiven, das Ganze erhältst du in einer Lektion. Wenn du hier oben klickst, dann kannst du dir die Lektion downloaden und bekommst sie sogar zu einem speziellen Preis. Also, worauf wartest du? Erfahr alles zum Thema Artikel im Italienischen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!